zu den Menschen, die sich in der persönlichen stillen Zeit mit Gott leicht ablenken lassen, dann geht es dir vielleicht ähnlich wie mir. Aber ich habe einen kleinen Trost. Ich habe nämlich gefunden, dass unser grosses Vorbild, Jesus, dass auch er in seiner Ruhe gestört worden ist. Er hat nämlich die Nachricht bekommen, dass der Johannes, der Täufer, ermordet worden ist. Der ihn getauft hat, dazumal. Auf das darauf hat er die persönliche stille Zeit gesucht. Wir lesen in Matthäus 14, Vers 13. Als Jesus das hörte, ging er von dort weg und fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle. Aber die Leute in den umliegenden Orten erfuhren es und folgten ihm auf den Landweg. Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er eine große Menschenmenge vor sich. Ja, aber nein, nicht jetzt. Nicht jetzt, wo wir endlich die stille Zeit hätten. Jetzt kommt die Ablenkung. Wie hat Jesus auf das reagiert? Da ergriff ihn das Mitleid und er heilte ihre Kranken. Hey, Jesus ist auf diese Ablenkung eingestiegen. Er hat sich um diese Leute gekümmert. Ja, mehr noch. Es ist ein Wunder passiert, wo er über 5000 Menschen satt gemacht hat. Hey, das ist unser Grund, um uns auch ablenken zu lassen von dieser stillen Zeit mit Gott. Wenn etwas kommt, wir können uns einfach ablenken. Ja, aber ist denn die Geschichte schon fertig? Springen wir mal zum Vers 22 und lesen weiter, nachdem das alles vorbei gewesen ist. Gleich darauf drängte Jesus die Jünger, ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte noch die Menschenmenge verabschieden. Als er damit fertig war, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Ja, wie ist jetzt das nochmal mit dieser Ablenkung, dass wir die einfach zulassen können? Jesus hat die zugelassen, aber nachher hat er sich die Zeit gleich noch genommen, ist auf den Berg gelaufen und hat die Zeit mit Gott verbracht. Und es steht, als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Ich nehme mal an, das ist eine lange Nacht geworden für Jesus. Für Jesus war die stille Zeit enorm wichtig. Und ich glaube, es ist auch für uns enorm wichtig. Und darum setzt alles daran, dass du die persönliche Zeit mit Gott immer wieder hast und auch wenn dafür musst du auf den Berg laufen. Und dann, wenn eine Ablenkung kommt, vielleicht ist es dran, zum darauf einsteigen, vielleicht aber auch, wo wir es in Freundlichkeit ablehnen, wie auch Jesus am Schluss die Leute wieder heimgeschickt hat, er hat die Jünger vorgeschickt, dass er die Zeit mit Gott hat verbringen durfte.